Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Fabian Krumlinger und das Thema ist heute: Du stehst dir selbst im Weg. Was meine ich damit? Wir stehen uns selbst im Weg. Das ist ganz einfach. Es geht schon bei Instagram und bei Facebook geht es schon ganz einfach los. Welches Bild, welches Video soll ich posten? Da macht man sich schon so viele Gedanken. Oh, gefällt demjenigen dann das Bild? Kriege ich schlechte Kommentare? Hey, ist doch absolut egal. Hauptsache, dir gefällt das Foto, dir gefällt das Video. Dann poste es einfach. Egal, was die anderen sagen. Es gefällt doch dir gerade. Macht euch nicht so viele Gedanken um andere Leute. Die Leute, denen euer Post gefällt, also euer Video oder euer Foto, die werden schon was Schönes drunter schreiben, die werden liken. Das ist toll. Die anderen, die negativ sind, lasst die weg. Fotobearbeitung. Ich werde auch öfters mal gefragt, wie soll ich das Foto bearbeiten? Da macht ihr schon die nächsten Kopfschmerzen. Ihr sollt die Bilder so bearbeiten, dass sie euch gefallen. Nicht die Bilder so bearbeiten, oh, dann könnte ihm das wirklich gut gefallen. Nein, macht das nicht. Das ist total unwichtig. Das Wichtigste ist, dass es euch gefällt. Und nur darum soll es gehen. Und wenn andere Leute sagen, oh, das Bild hätte ich jetzt nicht gepostet, oder das Video hätte ich jetzt nicht gepostet, nein, macht es nicht. Doch, macht es, weil ihr findet es in diesem Moment, findet ihr das schön. Macht es einfach mal. Natürlich. Einfach umsetzen. So, ein ganz wichtiges Thema jetzt. Jetzt geht es darum, ihr habt eine Idee, ihr möchtet was umsetzen. Egal was es ist. Ihr möchtet jetzt eine Tupperparty machen, ihr möchtet jetzt ein Elterntreff möchte machen, wo die Kinder dann ein bisschen da rumkrabbeln können, die Muttis unterhalten euch. Das ist jetzt mal eure Idee. Dann kommen Leute von außerhalb und sagen, oh nein, mach das bloß nicht, was für ein Ärger, so viele Leute, das bedeutet eine Unruhe, was für eine Arbeit. Oh Gottes Wille, hört nicht auf diese Leute, hört nicht auf diese Leute. Es sind eure Ideen, setzt sie einfach um. Warum ist Fotostudio Krumlinger so erfolgreich und so groß erstmal geworden? Weil wir uns einfach gemacht haben, was wir umsetzen wollten. Wir haben es einfach gemacht. Wie viel Geld habe ich persönlich schon in den Sand gesetzt, weil ich eine Idee gehabt habe und das hat nicht funktioniert. Aber nur dadurch lernt man ja auch. Wenn man immer auf andere hört und immer sagt, oh nein, mach das nicht, lieber nicht, das geht eh nicht gut, das machen schon andere, ja, dann kann ja aus einem nie was werden. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ihr müsst eure Träume, euer Ziel, das ihr habt, umsetzen. Einfach mal machen. Das ist unheimlich wichtig. Ich habe euch vor ein paar Wochen, glaube ich, das Buch von Bodo Schäfer empfohlen. Es ist ein mega Buch. Es tut auch dein Mindset zum Geld total verändern. Ja? Ich kann es nur euch empfehlen. Besorgt es euch. Ich glaube, 7 Euro kostet es. Hat früher mal 25 Euro gekostet. Jetzt verschenkt er es praktisch in Anführungsstrichen für die 7 Euro Pauschale da. Versandkosten und alles drum und dran. Aber lest es schon einfach durch. Das ist nicht einfach jetzt ein Buch, was man nur für Selbstständige wie mich benutzen kann. Nein, das ist auch was für euch. Nämlich ganz, ganz wichtig, wie man auch mit Geld umgeht, wie man mit Geld sparen kann, was man bestimmte Voraussetzungen mal machen sollte. Das ist eigentlich gar nicht schwer, wir setzen es auch um. Ein Thema da drin ist zum Beispiel mit der goldenen Gans. Ja, wir haben auch unsere goldene Gans. Ich habe früher das Buch Ein Hund namens Manni gelesen, auch von Bodo Schäfer. Da bin ich dann auf die goldene Gans gestoßen. Habe ich sofort umgesetzt. Meine 2 Töchter machen das auch. Sie haben auch eine goldene Gans. Sie haben ein Ziel. Vorne auf ihrer Spardose haben die das Bild drauf, was sie gerne haben möchten. Und darauf arbeiten sie hin. Also, wenn ihr ein Ziel habt, setzt es durch. Setzt euch dahinter. Bleibt wirklich dran. Nicht heute ein bisschen, morgen ein bisschen, übermorgen ein bisschen. In der nächsten Woche ist es schon wieder vergessen. Nein, wenn ihr ein Ziel habt, setzt es komplett durch. Setzt euch dahinter, guckt, wie ihr es umsetzen könnt. Wichtig ist auch, so habe ich früher auch gedacht, wie komme ich an das Ziel? Nein, denkt bitte so, wer kann mich an mein Ziel bringen? Wenn ihr jemanden gefunden habt, fragt ihn, ob er euch helfen kann.
an euer Ziel zu kommen oder eifert ihm nach. Tut nicht einfach das Rad jetzt neu erfinden. Nein, braucht ihr nicht. Das machen die da draußen, machen die das auch nicht. Nein, machen die nicht. Die Sachen, wo es alles schon gab, das kommt alles jetzt langsam wieder zurück. Ich wollte euch das einfach nur mitteilen. Denkt drüber nach. Für Anregungen könnt ihr gerne unten posten. Wenn ihr Fragen habt oder sagt, hey Fabian, mach mal dazu ein anderes Video. Gerne. Wirklich gerne. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Dankeschön.